Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem Video. Es gibt ein neues CSGO-Update und da ist jetzt die MP5 SD drin. Und die kennen vielleicht noch einige aus CS Source. Die ist jetzt aktuell verfügbar. Allerdings nicht im Matchmaking, sondern nur in, wie heißt das, in Gelegenheitsspielen und Deathmatch. Die Waffe ist ziemlich OP, muss man einfach mal so sagen. Das zeigen wir euch mal auf das 2. Ich habe jetzt noch zwei Kollegen am Start, Adbeer und DMC, STB. Hallo. Und diese Waffe ist wirklich OP. Also ich meine, Adbeer, sag du mal was dazu. Wir haben gerade schon ein Deathmatch gespielt. Digga, wer braucht noch eine OP, wenn man eine MP5S hat? Das ist leider wahr. Also diese Waffe ist auf kurze Distanz gut, Mitteldistanz und warte. Also die Waffe ist absolut alles in einem. Los gut. Ja, also auf Close Range, auf Long Range und auf Mid Range ist diese Waffe einfach OP. Okay. Für den Preis auf jeden Fall. Ja, besonders für diesen Preis. Also ganz ehrlich, also das ist ein guter AK-Satz, sag ich mal, ne? Ja, auf jeden Fall. Sie ist immer besser zum Teil. Also, und es gehen halt so viele Headshots rein, du kannst beim Laufen schießen. Das ist aber nur krank, diese Waffe. Ja. Also, die ist halt wirklich einfach OP. Ja, fährst einfach mal vor. Und vor allem, auch man hat auch so viel scheiß Munition. Also, man hat 150 Schuss. Und für diesen Preis, ganz ehrlich, ne? Ich meine, was kostet die Waffe? 1500. Ja, 1500 und die macht so viel Schaden. Also die ist noch nicht im Matchmaking verfügbar. Ich denke einfach, weil sie halt so krass OP ist. Alle regen sich schon darüber auf, wie OP die ist. Ich habe den Chat jetzt einfach mal gemutet, also von den anderen Spielern. Ey, das Ding. Ich habe den gerade einen Headshot gedrückt. Ich möchte mal gucken, was habe ich ihm gegeben? Habe ich dem Team gegeben? Ach, keine Ahnung, wird angezeigt. Die Waffe verzieht einfach gar nicht. Bitte? Die Waffe verzieht einfach nicht. Nee, tut sie auch nicht. Schieß halt mal an die Wand, guck's dir an. Das ist ja, oder? Die zieht ja sogar nach oben. Ach du Kacke, Alter. Die zieht sogar noch nach oben. Du musst ja nicht mal was machen, Mann. Die macht ja noch deine Arbeit. Also, der Spray ist echt gering, ne? Ne, was ich meine ist, dass du, wenn du sprayst, dass die Waffe... Ja, ich weiß. Die geht automatisch richtig in den Kopf. Ja. Umso länger du sprayst, umso mehr korrigiert sie sich. Ja. Das stimmt allerdings. Also, die Waffe kam gerade erst frisch raus. Das Video auch gleich noch direkt schneiden. Es ist jetzt gerade 2.40 Uhr morgens. Ich werde das Video auch gleich schneiden und rendern und hochladen. Und ja. Viel gibt es jetzt noch nicht wirklich zu sagen. Außer, dass diese Waffe dringend genervt werden muss. Dringend. Also ich will diese Waffe nicht im Matchmaking haben, so wie sie jetzt gerade ist. Das ist einfach zu krass. Ja, doch, aber dann spielen halt alle nur die Waffe. Ja, ja, dann würde halt niemand mehr eine AK oder eine M4 spielen. Warum braucht man auch nicht? Weil man eine MP5 hat. Was braucht man für die Info machen, Digga? Bitte? Ja. Was man für die Info machen muss, dass immer genug Geld für die Waffe. Stimmt, du brauchst nicht mehr eine Eco. Scheiß auf Camera, hol dir immer die Waffe. Die Waffe ist so krass. Manchmal wird es auf eine Op sparen. Naja, das ist das einzige Grund. Ja, Op macht halt One-Shot, ne? So, sag mal, das wäre der einzige Grund, warum du dir noch eine Op kaufen solltest. Ja, auf Distanz. Halt. Ja, gut, das Ding. Innerhalb von mit Op einen Schuss machst du halt das Ding schon 10 Schüsse weg. Naja, mindestens. Also, ganz ehrlich, mit der Waffe kannst du ganz gut Run und Gun machen. Ja. Ja, wie die Pinati halt. Ja, nur dass diese Waffe hier ziemlich genau ist. Ja, du kannst einfach komplett. Und Schaden macht. Der zieht halt nicht. Der Schuss geht da, wo er hin will. Richtig. Spray Control mal anders, Alter. Was für Spray Control?
Brauchst du nicht bei der Waffe. Also ich meine, ihr könnt euch gerne selber ein Bild von machen, aber ihr seht ja, dass es ziemlich gut reingeht. Zu dieser Waffe, ne? Vor allem ist sie auch noch Schall gedämpft, heißt, theoretisch gesehen dürfte man gar nicht mehr auf eine Map angezeigt werden, ne? Ja. Ja. Was halt auch wieder so eine Sache, man wird halt auf der Map angezeigt, ne? Wenn man schießt. So, wir werden jetzt mal ein bisschen tappen mit der Waffe. Am besten auf Entfernung irgendwie. Der Chat ist auch wieder so geil. Es beleidigen sich gegenseitig ihre Staaten. Kann ich gelesen. Ja, ich auch gerade nur eben so nebenbei. Ich würde echt gerne mal wissen, was diese Waffe an Schaden macht auf dem Kopf. Ja, also One-Shot so, weißt du? Lass mal einen Pitch schnell treffen gleich. Ja. Na gut, ich habe gerade keine HP, aber. Das ist doch schlecht. Wenn halt nicht alle überall spawnen würden, dann wäre es schon. Okay, nice, ich habe ihm gerade One-Shot gegeben. Oh gut, der hat auch nichts, ne? Töte mich. Ich lauf vor, wenn es in die Ziel verzieht. Es ist so, als würde ich stehen bleiben oder laufen, ist scheißegal, Mann. Nee, Mann, das ist absolut ein halbes Kollektiv mit der Waffe. Ich frag mich, was ich gedacht habe, als ich die Waffe gemacht habe. Ich frag mich auch. Die haben sich gar nichts gedacht, sie haben sich nichts gedacht. Null. Nehmt. Gut, früher bringen wir mal eine Pistole als AWP raus. Naja. AKA Revolver und jetzt hauen sie den MP7 raus. Die so gut wie alle anderen Waffen ersetzt, irgendwie, keine Ahnung. Ja. Na gut, fragt sich für wie lang. Naja. Das aber ich meine, es ist ja schon schlau, dass sie das Ding nicht direkt im Matchmaking verfügbar machen, so wie den Revolver, ja, ne? Das war immerhin mal. Also, das war ja, das war auch eine Aktion, ey. Ich weiß auch, wo der Revolver gerade frisch raus war. Ich hab ihn auch gespielt, ne? Keine Frage. Ja, ja. Aber, ja. Fragwürdig. Sehr fragwürdig. Die Nachladegeschwindigkeit ist auch. Ja, die ist auch gut, ne? Die geht schnell. Also keine Angst, wenn du mit 30 Schuss keinen One-Tap gemacht hast. Dann kannst du weniger als 2,5 Sekunden nach. Ist halt echt so. Gut zu wissen auf jeden Fall. Diese Waffe. Ich meine, du läufst quasi vorwärts. Du läufst los, du bleibst nicht stehen. Schießt auf einen. Die Waffe geht von der Brust nach oben in den Kopf, wie 5-7, aber die 5-7 funktionieren nur so, wenn du stehen bleibst. Na eben. Also, haben das, ich glaube, das hat der Praktikant gemacht. Scheiß mal noch über den Single, braucht er das. Vielleicht so. Also, diese Waffe. Also es macht Spaß, die zu spielen, ja, aber
Sie ist einfach komplett unfair. Besonders diesen Preis. Sie kostet 1,5. Und ja, sie ist einfach arschgenau und selbst Run and Gun ist mit der Glied möglich. Ja, unfair ist ja relativ. Alle können sie spielen, also. Ja, aber du weißt, was ich meine. Das macht das Game einfach sinnlos. Es macht einfach sinnlos, sich irgendwelche andere Waffen zu kaufen. Es ist sinnlos, andere Waffen zu kaufen. Es ist sinnlos, Eco zu machen. Ja, lass mal ins Hauptmenü. Es ist alles, alles Global, unbalanced. Es ist scheißegal, ob du Global Elite bist oder Gold Nova 2, weil die Waffe macht den Job und nicht du. Richtig. Naja, auf jeden Fall, Leute, das war's dann noch mit dem Video und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.